So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus dem Tipico in Heilbronn, der Klarastraße. Ja, heute zu Gast haben wir drei Eisbären, wie immer. Ende der Saison treffen wir uns nochmal, ja, und gehen ein bisschen darauf ein, was war so alles. Wir haben Marc Oppenländer, Manuel Pfennig und Benjamin Brodzicek. Noch dazu natürlich einer, der bei der Eisbärenfamilie nicht fehlen darf, Olaf Kubasik vom Echo und Echo 24. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, ihrem Institut für professionelle Ernährungsberatung und Prävention. Medizinisch begleitet. Mehr Informationen unter preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Casteller Baukonzept, CIC Casteller Immokonzept, ARTA, ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnny's Sportbar Schulgasse 3 in Heilbronn. Erstmal wunderschöner Abend euch mal miteinander. Ja, gehen wir gleich rein, die ganze Materie. Zum Schluss Zweiter worden, Vizemeister. Denk mal, viele, viele Vereine würden da jubeln, würden sich darüber freuen. Marc, wie war das bei euch? Wie ist es gelaufen? Wie seid ihr da hinkommen? Oder warum seid ihr nur Vizemeister geworden? Darfst du euch das Ding da nehmen? Ja, gut. Ich sag immer im Sport, man kann nicht immer gewinnen. Mal verliert man. Wir haben alle gewusst, dass der Tag irgendwann kommt. Jetzt ist nur dieses Jahr unwahrscheinlich schade gewesen, dass das eben Manu seine letzte Saison gewesen ist. Und wir hätten gerne mit ihm und für ihn nochmal den Titel geholt. Ja, Manu, du sagst gerade, deine letzte Saison schließt jetzt ab als Vizemeister nach 4 Meisterschaften in Folge und vorher, glaube ich, 5 Meisterschaften in Folge. Ich glaube, vorher hast du mit der Falken ja den Aufstieg geschafft gehabt. Wie geht man da nach als Vizemeister dann? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 1-2 Nächte waren schlaflos. Man hat viel drüber nachgedacht und war ein blödes Gefühl. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben dieses Jahr, wenn man überlegt, 7, 8, 9 Stammspieler verloren, die in anderen Vereinen ganz vorne mit dabei wären oder mitgespielt hätten. Allein das fing bei unserem Torhüter an und bei vielen Spielern auch. Und da muss ich sagen, am Ende kann man sagen, es war eine erfolgreiche Saison, auch trotz den Verlusten, die wir hatten. Und da ins Finale zu kommen, in Heilbronn haben wir das Spiel verloren, weil wir schlecht gespielt haben. Dort war alles offen und ja, deswegen. Also gerade sagen, noch härter, wenn man 53 Sekunden Verschluss das Ding noch aus der Hand gibt. Also eigentlich war, also ich saß daheim am Ticker, für mich war das Ding erledigt. Wir kommen nach Heilbronn und auf einmal das Ding nochmal. Ja, und das war jetzt definitiv dein letztes Spiel, weil jetzt, wenn man sich so richtig überlegt, der Rücktritt war schon mal da. Wäre jetzt nicht die Zeit jetzt vom Rücktritt? Nee. Sagst du, Mensch, komm, eine Meisterschaft hänge nochmal mit dran? Es ist immer, so eine Entscheidung ist nicht leicht. Die hatte ich auch damals schon, wo ich in Bad Nauheim aufgehört habe, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, also in den Familienbetrieb eingestiegen bin. Und jetzt muss ich sagen, die Fahrt nach Heilbronn und das Ganze unter der Woche, das ist einfach zu viel. Am Wochenende noch die Spiele. Nicht, dass es keinen Spaß mehr macht oder dass ich nicht mehr fit genug wäre, aber es ist einfach zu viel geworden. Und deswegen musste ich die Reißleine ziehen. Meine Frau hat es auch verdient nach 13 Jahren oder 14 Jahren. Ja, Eishockey, mal die Wochenenden auch im Winter mit ihrem Mann zu verbringen. Und deswegen freue ich mich, nächstes Jahr als Besucher zu kommen und das passt. Da freuen wir uns auch alle drauf. Und ja, wer weiß, jetzt machst du mal ein Jahr Pause und dann gucken wir immer, das wird vielleicht putzt es nochmal ein bisschen. Ja. Ja. Alles klar. Benjamin, du als Assistant Captain, also einer der drei Kapitäne auf dem Platz, bei dir war es ja Spielertrainer sogar, aber nehmen wir mal dich. Woran hat es gelegen in diesem Jahr? Wir hatten mal so geschwind eine Serie von 5 Spiele in Folge verloren, hatte man vorher noch nie, also es hat noch keiner erkannt irgendwo. Wie gesagt, ich stehe da oben immer mit den Erfolgsfans. Da ist ein knapper Sieg, rasten die schon aus. Du kennst sie auch. Ja, war das die ganze Saison schon ein bisschen so? Ja, ich würde einfach behaupten, dass die Liga insgesamt auch stärker geworden ist. Die anderen Mannschaften entwickeln sich nicht zurück, sondern nach vorne. Das hat man jetzt auch in Zweibrücken gesehen. Die haben jetzt mittlerweile auch 3 starke Reihen. Und da langt es nun mal für uns dann nicht, wenn wir nur 95% geben, sondern wir müssen dann in jedem Spiel immer an das Top-Level rankommen. Und das war teilweise unter der Saison nicht immer der Fall. Klar, die Bemühung, das Top-Level zu erreichen, die war bei jedem Spieler immer da. Aber manchmal gibt es einfach Tage, da bekommt man das nicht aufs Eis. Manchmal sind nur 25%, 100% sozusagen. Das war halt nicht mehr an diesem Tag. Ja, genau. Wie immer dieses Jahr hat er auch eine Benefizveranstaltung für den Noah. Das ist gerade wieder sehr aktuell. Ich habe gesehen, die Eltern sind gerade in England. Wie geht er damit rum? Wie viel Spaß macht das oder ist das eine Ablenkung in der Saison? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Event war ein Top-Event für uns, auch als Spieler. Jetzt mal
abseits vom Eis war es eine super Sache. Wir waren ja auch noch mit den Eltern danach feiern in der Laube und die Gesichter zu sehen mit dem, was wir machen konnten und zwar helfen für den Noah, war überragend für uns auch als Spieler. Ja. Tolle Geschichte, wird es nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder geben, oder? Gehen wir mal von aus. Also wir sind definitiv immer dabei, ja. Ja, Olaf, auch du, seit Jahren Eisbären-Fan, dieses Jahr Vizemeister, wie gehst du damit um? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich in die Kabine vor den Spielen rein darf und es musste mal kommen. Fünf Jahre lang der Gejagte, die anderen Mannschaften im Nacken und ich habe so ein Erlebnis gehabt, ich war bei euch vor dem Spiel gegen Hügelsheim, als ihr die Partie gedreht habt, die Serie, und ihr wart ausgelassener. Und bei dem Heimspiel gegen Zweibrücken lief Metallica, aber die Stimmung war irgendwie verkrampft und ich habe gedacht, oh, ob das gut geht. Und ich bin trotzdem, muss ich sagen, ich freue mich für euch, weil ihr steht unter immensem Druck und ihr wolltet alle für den Manu gewinnen. Und dieser Druck dazu, der war in den Jahren zuvor nicht da. Die anderen Mannschaften, gerade Zweibrücken, sind wahnsinnig stark geworden. Ich denke an die beiden Amerikaner, Ryan McDonald, Tom Tracy. Und sie sind gerade im Hinspiel, was ihr klar verloren habt, sind sie als Kollektiv aufgetreten, was ich eigentlich von euch immer erwartet habe und was ihr auch gebracht habt. Die spielerische Klasse habt ihr, das habt ihr auch im zweiten Spiel gezeigt. Aber da wolltet ihr zu arg, da wolltet ihr für den Manu mit der Brechstange. Und das hat euch dann im Endeffekt, sag ich mal, die Meisterschaft gekostet. Als Sportreporter einer der besten hier im Unterland, also gerade regional. Sagst du? Ja, du hast regional. Jetzt werde ich rot. Du hast regional nicht so viel zu bieten und da machst du sehr viel. Kümmerst dich hauptsächlich um sogenannte Randsportarten. Ja, bist da immer dabei. Darfst du natürlich auch gerne Fragen stellen, wenn du schon mal da bist. Ja, die Frage wäre, ich glaube, den Manu können wir nicht mehr umstimmen. Mich würde interessieren, die Frage an dich, Benjamin, oder an dich, Marc. Wie kompensiert er das? Er ist der verlängerte Arm vom Sascha Bernhard, vom Trainer, auf dem Feld gewesen. Und ich stelle mir das schwierig vor, auch wenn mit Alexander Ketterling und Manuel Fenning nur zwei Leute die Mannschaft verlassen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig für euch vor. Wie wollt ihr das im nächsten Jahr kompensieren? Er war der Antreiber, er hat die Mannschaft. Ich erinnere mich an das legendäre Spiel mit dieser Rumpftruppe in der Vorrunde gegen Hügelsheim, als ihr mit gerade mal zwei Reihen, 10 Feldspieler waren es, glaube ich, und ein Torhüter, als ihr da ein Feuerwerk auf dem Eis gezündet habt mit dieser Rumpftruppe. Und da warst du mit Sven Breiter zusammen die treibende Kraft. Und wie geht ihr damit um? Gut, ihr seid auch gestandene Spieler. Das würde mich interessieren. Ich nehme mal den älteren Hasen. Ja, wie du schon gesagt hast, also der Manu hat natürlich maßgeblich mit seinem Einsatz, er war immer ein Vorbild, Anteil daran gehabt, dass wir die letzten 4 Jahre so erfolgreich gewesen sind. Und so einen Spieler kann man auch nie 1:1 ersetzen. Ich denke, wir müssen da einfach als Mannschaft noch enger zusammenrücken und dass vielleicht jeder Einzelne noch ein bisschen mehr tut, als er das vielleicht dieses Jahr getan hat. Und vielleicht auch der ein oder andere von den jüngeren Spielern ein bisschen aus dem Hintergrund vorkommt und da einfach dann auch ein bisschen dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Aber wie gesagt, so einen Spieler ersetzen kann man natürlich nicht so ohne weiteres. Ja, gestern Benny, da habe ich gleich mal eine Frage, die habe ich eigentlich 5 Minuten nach Abpfiff, das ist immer der Hammer, ja. Das ist eine Viertelstunde vor Ende der Partie, kannst du da schon das Ergebnis lesen im Echo 24? Nee, das kommst du in die Kabine und du hast den Bericht aus Echo 24. Ja. Und im allerletzten Bericht nach der Niederlage in Zweibrücken kam natürlich sofort das Ding, so typisch Boulevard, war es das mit den Eisbären? Oder wie hast du es formuliert? So auf die. Ich weiß ja, gar nicht ganz mehr. So. Ich aber, weiß es nicht. Ja, aber so ungefähr war es das mit den Eisbären. Was meint ihr? Können die Eisbären noch siegen? Oder ja. Nee, das war. Ja. Es war im Endeffekt, wie läuft die nächste Saison? Es war in dem Voting. Fallen sie auseinander? In dem Voting. Ja, richtig. Nicht in der Headline. Also fallen wir einfach mal den Spieß um. Ja. Herr Kubas. Ob es das mit den Eisbären war, das glaube ich nicht. Ich muss sagen, wenn sich die Mannschaft, wenn es gelingt, den Rücktritt von Manuel Fenning zu kompensieren, wenn jeder Spieler nicht nur individuell spielt, sondern als Kollektiv seine spielerische Leistung abruft, wenn junge Spieler, also mich hat schwer beeindruckt Vasilios Maras aus dem HEC-Nachwuchs, wie der integriert wurde, er hat sich anscheinend auch sehr viel von Sven Breiter abgeguckt, wenn solche Spieler integriert werden,
ist mir nicht bange. Also die Eisbären werden vorne mitspielen. Ob es dann wieder gleich zur Meisterschaft reicht, sei dahingestellt. Die Frage müsst ihr beantworten. Also ich bin ehrlich, ich sehe es klar, dem Manu seine Verdienste in der Mannschaft, die sind unumstritten. Der Manu ist eine Leitfigur, seit er bei den Eisbären ist. Der Manu hat die Eisbären besser gemacht. Der Manu hat die Eisbären auf dem Top-Niveau gehalten. Auf der anderen Seite, wenn der Manu jetzt geht, sehe ich das auch als Chance für Spieler, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Und die Situation ist gar nicht so fremd, da muss ich nur an das Vorjahr denken. Da hat man auch Abgänge wie Axel Hackert, Pascal Schofs, auch alles gestandene Eishockey, Marc Bruns, alles gestandene Eishockey-Profis. Und wir haben einfach dadurch kompensiert, indem jeder mehr Verantwortung übernommen hat und hatten dann auch eine sensationelle Saison und haben es am Ende mit der Meisterschaft gekrönt. Also ich denke, das muss auch für nächstes Jahr, nächste Saison der Weg sein, dass einfach jeder nochmal mehr macht und auch diese Verantwortung annimmt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es sind relativ wenig Abgänge. Maras hast du angesprochen, da habe ich aber irgendwas gelesen, der wird irgendwo wechseln. Kann das sein? Inwieweit bleibt die Mannschaft jetzt außer Manu noch zusammen? Das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt relativ kurz nach der Saison. Wir haben untereinander jetzt noch nicht so viel miteinander gesprochen gehabt, beziehungsweise Trainer, Spieler, Spieler-Trainer, Spieler-Vorstand, Vorstand-Spieler. Von daher ist für mich im Moment schwer zu sagen. Das ist sagen, bei euch alles gleich. Vorstand-Spieler, Trainer-Spieler. Im Endeffekt stehen sie alle auf dem Eis, oder? Da kannst du beim Bulli kannst du mal schnell, sag mal, bleibst du eigentlich? Ja. Ja, wie gesagt, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen rausstellen. Wer bleibt an Bord? Wer überlegt sich vielleicht über den Sommer doch noch anders? Wie gesagt, wir sind so kurz nach der Saison, da ist es einfach schwer, jetzt eine Aussage zu treffen. Ne? Wie sieht es mit dir aus? Ich stehe in Kontakt mit Sascha, aber im Moment kann ich da jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Aber du stehst im Kontakt mit Sascha, das heißt, Sascha Bernhard wird auch nächstes Jahr Trainer der Eisbären sein, zu 90%, sagen wir. Ich gehe schwer davon aus, ja. Ja, Manu, was machst du jetzt außer Arbeit, Familie? Wie gehst du mit der Rente um eigentlich? Was denkst du, wie sich dein Leben verändert? Ja, also ich werde in Mannheim gibt es eine Hobbyliga, DPL. Da ist ja unser Ausrüster vom Top on Ice, der Achim, der hat mich schon aufgenommen, sage ich mal. Und da werde ich dann in Eppelheim einmal die Woche oder in der Gegend halt da ein bisschen rumspielen. Irgendwann steht er zufällig bei Eppelheim auf dem Eisgegner und so was. So, ups. Nee, das werde ich auf keinen Fall machen. Also wenn ich irgendwo spiele, also kein anderer Verein mehr wie Heilbronn irgendwo in der vierten Liga, auf keinen Fall. Das ist klar. Nee, aber wie gesagt, die Familie wird jetzt größer im Juli und die Arbeit wird sowieso immer mehr und ja, der Sommer ist schnell rum und dann kommt der Winter. Dann gehe ich ein bisschen aufs Eis. Also ganz ohne Eis geht natürlich nicht. Obwohl die Reise sein kann, schon gar nicht. Spielt irgendjemand wieder Street-Hockey im Sommer? Bist du da? Gibt es eigentlich die Hornets noch? Ja, die Hornets gibt es natürlich weiterhin. Wir werden voraussichtlich spätestens Anfang Mai wieder das Training aufnehmen. Und da muss man mal schauen, wir hatten ja letztes Jahr diese große Veranstaltung, den Street Hockey World Cup, wo also wirklich die besten Vereinsmannschaften der Welt dann nach Heilbronn gekommen sind. Müssen wir mal schauen, ob wir dieses Jahr vielleicht wieder was Ähnliches auf die Beine stellen werden. Oder geht es wieder in die Liga? Weil wir zwei kennen uns noch, wir sind zusammen deutscher Meister geworden übrigens. Zweimal, einmal das letzte Mal in Kaufbeuren. Ja. So Liga wird es aber wahrscheinlich nicht geben im Street Hockey. Nee, eine Liga wird es definitiv nicht geben. Alles klar, danke schön. Hat noch jemand was zu sagen, jemand was zu fragen? Ja, ich hätte noch was zu sagen. Und zwar wollte ich an der Stelle natürlich noch die Möglichkeit nutzen, uns natürlich bei allem bedanken, bei den Fans angefangen, die uns bei jedem Spiel unterstützen, bei der Familie, die hinter uns steht und natürlich alle, die uns das möglich machen, was wir gerne Woche für Woche zeigen auf dem Eis. Also dafür ein großes Dankeschön und ich hoffe, dass wir in der Form alle nächste Saison wieder dabei sind. Alles klar, danke schön. Olaf, du noch irgendwas? Oder wunschlos glücklich? Ich bin wunschlos glücklich. Passt. Vielleicht eine Frage noch. Wie geht es Milan Liebsch? Wird er nochmal spielen oder weiß das jemand von euch? Ob er nochmal spielen wird, weiß ich nicht, aber an sich geht es ihm gut. Also ich glaube, das war nur so ein kleiner Schreck, aber bei ihm sollte alles in Ordnung sein, hat sich nichts rausgestellt, aber
natürlich steckt da auch Familie und Job dahinter, deswegen hat er dann gesagt, macht er erstmal langsam, wie es da weitergeht, weiß ich nicht, aber ihm geht's gut. Gut, alles klar, dann bedanke ich mich bei euch, ich bedanke mich bei Marc Oppenländer, Manu Pfennig, dir alles Gute in Rente, Benjamin Bojcicek und Olaf Kubasik. Und ich denke mal so irgendwann September, Oktober, September meistens, sind wir dabei und freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei seid bei den Eisbären in Heilbronn. Wer weiß, vielleicht klappt es dann aus dem Hinterhalt raus mit der nächsten Meisterschaft. Ich bedanke mich, macht's gut, ciao. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.